Die Baustelle am Südstadtklinikum in Rostock. Im Untergeschoss entsteht eine komplett neu ausgestattete Zentralküche. Von hier aus werden dann alle aus eigener Hand versorgt, Patienten sowie Mitarbeiter. Der alte Küchentrakt wird zum Teil weggerissen. Notwendig geworden war der Neubau, weil die alte Küche sanierungsbedürftig war. Felix Viergutz ist seit 4 Jahren der Leiter der Zentralküche im Südstadtklinikum. Er hat an der Logistik des neuen Traktes mitgewirkt, kommt jeden Tag einmal auf die Baustelle. Ja, für mich ist das natürlich was Gigantisches, ne? Ganz klare Sache. Ich freue mich da schon ganz viele Jahre drauf. Ich habe natürlich auch im Gegensatz zu den Kollegen schon viel Kontakt mit der neuen Küche, da ich schon viele Geräte mir auch ausgesucht habe. Für mich ist das eine ganz spannende Zeit jetzt gerade. Ganz aufregend auch, muss ich sagen. Bin natürlich auch sehr froh, dass ich hier denn als Küchenchef das so machen darf und kann. Also schöne Sache. Lebensqualität im Südstadtklinikum Rostock, dank selbstgekochter Mahlzeiten. Bald gibt es hier Essen für mehr als 450 Patienten sowie 400 Mitarbeiter. Der Küchenneubau wird, wenn er fertig ist, über eine Nutzfläche von rund 1020 Quadratmetern verfügen. Das sind etwa 200 Quadratmeter mehr als in der alten Küche. Durch den Neubau kann noch mehr auf individuelle Bedürfnisse der Patienten eingegangen werden. So gibt es einen Diätraum und es gibt extra Vorbereitungsräume für Gemüse und Fleisch. Von da aus geht es direkt ins Kühlhaus, so dass es keine Unterbrechung der Kühlkette mehr gibt. In der Großküche wird modernste Technik verbaut. Ganz neu ist die riesige Kühlzelle mit 4 Kabinen und digitaler Steuerung. Und es wird eine große Spülmaschine geben. So kann Personal eingespart werden. Vorher waren 14 Personen pro Abwäsche eingespannt. Durch die neue Spülmaschine sind es nur noch 4. In die Hauptküche kommen ein Dampfgarer, Multifunktionspfannen und Kochkessel. Im Moment werden noch die Decken geschlossen und es gibt restliche Fliesenarbeiten. Dann werden die ersten Küchengeräte eingebaut. Die Herausforderung war die Einhaltung des Zeitplanes. Wir haben viele Gewerke, die in der Rohbauphase parallel arbeiten können, aber jetzt im technischen Ausbau manchmal auch nacheinander arbeiten können. Wir sehen hier in den Räumen sehr unterschiedliche Baufortschritte. Das heißt, wir haben unter der Decke beispielsweise die Lüftungstechnik, die ganze Elektrotechnik, die Kommunikationstechnik, die Brandmeldetechnik verbaut. Die Decken müssen dann durch den Trockenbauer verschlossen werden. Und der Fliesenleger muss abschließen, dann erst können wir die Gerätetechnik einsetzen, die dann später in Betrieb genommen wird. Das heißt, wenn die Fliesen im Fußboden oder Wandbereich oder Decken nicht fertig sind, kann der Küchenbauer nicht weitergehen. Bis jetzt läuft aber alles nach Zeitplan, auch wenn es jeden Tag kleinere Herausforderungen gibt. So musste die Beleuchtung noch einmal geändert werden. Insgesamt beträgt die Bauzeit 3 Jahre. Voraussichtlich Ende September ziehen die Mitarbeiter von der alten in die ganz neue moderne Großraumküche um. Im Sommer 2024 soll dann alles komplett fertig sein.